eigentlich hier an dieser Grenze, denn wir befinden uns ja hier nicht nur an der Sprachgrenze, sondern auch an der Grenze zwischen, der Kölner sagt zwischen Gut und Böse, zwischen Westfalen und Rheinland, ja. Aber früher sagte man halt zwischen den Franken und den Sachsen, also fingen die Sachsen schon hinter Bayernburg an. Ja, und so hat man dann hier eine Trutze gebaut, eine Stadt befestigen lassen. Ja, und das war dann unser wunderschönes Lennep. Man hat also eine große Stadtmauer da rumgebaut und man hat dieser Stadt sehr, sehr früh eigentlich die Rechte gegeben, die eine mittelalterliche Stadt so auszeichnete. Das war also einmal die Gerichtsbarkeit, das war das Münzrecht und das war vor allem, damit man auch Geld einnehmen konnte, das Zollrecht. Denn, das habe ich noch gar nicht gesagt, diese Straße, die hier durch Lennep führt, geht in Wirklichkeit natürlich von Köln nach Dortmund, kurz gesehen, aber wenn wir es mal ganz betrachten, von Paris bis nach Königsberg. Es ist also nichts anderes als das, was wir heute als A1 bezeichnen. Jetzt haben die damals noch keine Autos gehabt, sondern Ochsenkarren und wenn jemand richtig reich war, auch mal ein Reitpferd. Und die meisten gingen ja zu Fuß. Aber heute ist das die A1, die Autobahn, die ständig zu ist. Ja, jetzt mal proportional untergerechnet, ging das hier schon durch Lennep. Und ihr könnt euch vorstellen, also schon die Zölle alleine haben eine Menge ausgemacht. Dann kamen doch die Wirtschaften hinzu und so weiter. So, aber ihr habt ja eine Stadtführung erwartet, keinen Vortrag im Stehen. Deshalb gehen wir jetzt mal ein bisschen. Übrigens seid ihr gerne eingeladen, wenn ich irgendetwas vielleicht nicht anspreche, was euch besonders am Herzen liegt. Fragt mich doch einfach. Wenn ich keine Antwort habe, merkt er das. Aber das habe ich bisher noch nicht erfahren. Ja? Our Dank. Wenn es nach den Stadtplanern von 1980 ginge, dann wäre hier der Gänsebrunnen. Deshalb hat man den Gänsebrunnen hier aufgestellt. Das ist aber Quatsch. Es hat hier nie einen Gänsemarkt gegeben, sondern alles, was auf dem Markt war, das war halt hier unten auf dem Markt so wunderbar macht. Und nachdem man 1980 diese Stadt mit sehr vielen Dingen auch sicherlich teilweise sehr, sehr so ist dann dieses Feuer, ja, was man 1980 noch hatte, diese Liebe zu dieser Stadt, leider von Remscheid-Seite aus relativ schnell verziehen. Lennep Old Town. Der größte Mensch, den lassen wir immer eben durch. Der hat was an den Füßen, dass der mit dem Auto hier reinfährt. Ja. Wer war das? Dies hier ist ein Platz, der über hunderte von Jahren von allen Männern aus dem Kreis Lennep ja sehr schlecht angesehen war. Weil nämlich die Architektur hier ganz anders war. Hier waren Fabrikgebäude und hier stand, ich kann mich da noch gut daran erinnern, ein großes Haus, was im Grunde genommen ja nichts anderes beinhaltete als damals das heutige Kreiswehrersatzamt. Ja? Hier mussten sich also aus dem Land Mehrheitsbürger tatsächlich zur Begutachtung einfinden. Der Herrschaft die Pflicht, 3 Jahre zu dienen, ja, sofern er denn tauglich war. Wenn man das Matura hatte oder das Abitur, ja, kam man mit einem Jahr hin, wenn man aber nur die mittlere Reife hatte, ja, dann kam man auch nur mit dem Einjährigen hin, ja, man konnte danach aufhören, die mit Abitur wurden dann automatisch in den Offiziersstand übergesetzt. Aber die Einjährigen, deshalb haben die das sehr, sehr gerne gemacht, hatten nach diesem einjährigen Dienst auch wirklich ihre Ruhe. Das war so das sehr, sehr
Interessante an dieser Geschichte. Und wenn ich mir mal Zahlen der Verdun Gefallenen betrachte, es hat also statistische Erwägungen gegeben oder Feststellungen gegeben, dass ein Soldat, der dort an die Front kam, ja, eine Standzeit von 9 Tagen hatte. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, länger dort in Verdun zu überleben, war äußerst gering. Nun, nicht so schlimm, die hatten so viele so hohe Lebenserwartung. Ja, aber es ist trotzdem alledem, wenn man auf alten Gemälden von dem Schnitt hat,